Good afternoon, ladies and gentlemen. We are talking about the German education. I'm from the University IBU, and we've got the newspaper of the German Education Union, GEW NRW, NDS, die Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft. The title of the journal seems to be quite known, quite formal: Jugendliche stärken Nein zu Extremismus. And I want to read out the news, or the journal. It's 1, 2019, because I've got paid for it, and that is what should be done with paid journal on. Ja, also Jugendliche stärken Nein zu Extremismus. Es geht los mit einer Filmempfehlung mit der GEW ins Kino. Die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit. Wenn Frauen für Gerechtigkeit kämpfen, finde ich, das sollte an mir vorbeiziehen. Da werde ich nicht hingehen. Nein zu Extremismus, reden hilft. Auch da habe ich eine andere Einstellung als Silke Peer, Geschäftsführerin und pädagogische Leiterin von Kulturis Interaktive. Oft hilft da eher der Metaller, ein Absperrgitter, und wenn das angefasst wird, ein paar auf die Fresse. Sonderheft. Gemeinsam mehr erreichen, Tarifrunde 2019. Ich möchte an der Stelle ausdrücklich sagen, ich habe schon mit Muschis von der GEW telefoniert. Ich bin ausdrücklich nicht erwünscht in der Tarifkommission. Von daher geht mir die auch am Arsch vorbei, die Tarifrunde 2019. Und dann kommen wir zum Kernthema: Bildung, Jugendliche stärken Nein zu Extremismus. Das geht los mit Prävention gegen Rechtsextremismus, raus aus der rechten Szene, Seite 8. Und Prävention gegen gewaltbereiten Salafismus, Pädagog, Stern innen, fit machen, Jugendliche stärken. Ja. Wenn man fragt, was die größte Scheißgewerkschaft auf der Welt ist, dann landet man leicht bei der GEW. Und wenn man sich anguckt, was die GEW der deutschen Sprache antut, wenn sie zum Beispiel Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen schreibt, merkt man das. Die Satzung der GEW NRW kann ich auch mal vorlesen. Hier könnt ihr euch mal angucken. Ein Haufen. Ich sag's besser nicht. So. Ich sage jetzt mal besser nichts mehr, was Mutis ohne Ausbildung kriegen mittlerweile, was der Realschullehrer bekommt. Raus aus der rechten Szene mit Flammen. Die Fragen stellte Jessica Küppers. Und es wird eine Frau befragt, Dr. Johanna Siegel. Von der Leuphenia-Universität in Lüneburg. Frauen fragen Frauen, wie man aus der rechten Ecke rauskommt. In der Zeitschrift der GEW, NRW, NDS. Das ist doch mal vorlesenswert.
Prävention gegen Rechtsextremismus. Raus aus der rechten Szene. Wie gelingt der Ausstieg aus der rechten Szene? Dr. Johanna Siegel forscht zu dem Thema an der Leuphenia-Universität in Lüneburg. Im Interview erklärt sie, wie Rechtsextremismusprävention funktioniert und was ein Ausstieg aus der extremen Rechten für die Betroffenen bedeutet. Finde ich schon geil, wenn das in einer Zeitschrift veröffentlicht wird. Die NDS heißt Neue Deutsche Schule. Also, Frauen fragen Frauen, wie man aus der rechten Szene kommt. NDS. Rechte Argumentationslinien sind heute in vielen Kommentarspalten von sozialen Netzwerken zu finden. Woran liegt es, dass sich immer mehr Menschen trauen, ihre rechte Haltung öffentlich zu machen? Man muss einfach nur mal in der Gegend. Boah. Ich krieg jetzt schon wieder Husten an. Aber besser einen Schluck Jägermeister dagegen. Hier. Die Antwort der Frau Johanna Siegel von der Leuphenia-Universität in Lüneburg. Kommunikation in sozialen Netzwerken findet zwar online statt, ist dabei aber nicht losgelöst von der Offline-Gesellschaft. Hier lässt sie sich als Brennglas gesellschaftlicher Entwicklungen beschreiben. Die rechtsextremen Haltungen, die in sozialen Medien geäußert werden, finden sich bei den Personen in ihren politischen Orientierungen wieder, die wiederum nicht zwischen Einstellungen im Internet und im wirklichen Leben unterschieden werden. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe auch nicht, was denn mit der Frage zu tun hat, woran liegt es, dass sich immer mehr Menschen trauen, ihre rechte Haltung öffentlich zu machen. Bin ich zu doof zu. Ich lese nochmal vor. Die rechtsextremen Haltungen, die in sozialen Medien geäußert werden, finden sich bei den Personen in ihren politischen Orientierungen wieder, die wiederum nicht zwischen Einstellungen im Internet und im wirklichen Leben unterschieden werden. Mit sozialen, verstehe ich nicht, was da mit der Frage zu tun hat. Mit sozialen Medien ist in den letzten Jahren ein neuer Resonanzraum entstanden, in dem rechtsextreme Positionierungen geäußert werden können. Hat immer noch nichts mit der Beantwortung der Frage zu tun, woran liegt es, dass sich immer mehr Menschen trauen, ihre rechte Haltung öffentlich zu machen. Ein wichtiges Merkmal dabei ist die Anonymität, die das Internet bietet. Das ist vielleicht ein erster Antwortansatz, steht aber hier nicht. Sie setzt die Hemmschwelle für solche Äußerungen herunter, da der Raum zunächst frei von Konsequenzen erscheint. So. Gleichzeitig weisen erste wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse, die Frau ist von einer Universität, auf die Wechselwirkungen zwischen rechtsextremer Hetze im Netz sowie Gewalttaten in der realen Welt hin. Man glaubt es kaum, zu welchem Ergebnis Forschung kommt. Es gibt Hinweise. Wenn jemand im Internet schreibt, ich zünde den Schwarzen an, dass er tatsächlich den Schwarzen anzündet. Hey, ich hätte nicht damit gerechnet. Neben der zunehmenden Hate Speech, hey, I missed a meet in inverness, there is no hate speech, we just have the obligation to plant mother flowers in the July and the August
im Frosty September, you can, you basically look forward to next year. Neben der zunehmenden Hate Speech und der rechten Szene, die sich in sozialen Mediakanälen ausbreitet, gibt es auch immer mehr Menschen, die sich nicht damit abfinden wollen, dass das Netz ein Ort ist, an dem Menschenverachtung unwidersprochen geäußert werden kann. Verstehe ich nicht, warum das da möglich ist. Bestreite ich auch. Mehrere Initiativen sowie Einzelpersonen positionieren sich gegen rechte Hetze und arbeiten der Anonymität und Verrohung entgegen. Ich möchte an der Stelle sagen, das ist nicht anonym. Der Name in dem Kanal stimmt. Ich habe da wirklich Papiere, die auf den Namen ausgestellt worden sind. Zivilcourage in sozialen Netzwerken ist dringend nötig. So, die NDS, die neue deutsche Schule, vertreten durch Frau Jessica Küppers, die Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GWNRW fragt weiter. Woran lässt sich Rechtsextremismus eindeutig festmachen? Ich möchte an der Stelle sagen, es ist die Satzung der GWNRW, an der sich Rechtsextremismus eindeutig festmachen lässt. Das ist auch das, was hier als Antwort hingehört. Provokant gesagt gar nicht. Ich möchte der Leuphenia-Universität in Lüneburg nahelegen, dass die Frau Dr. Johanna Siegel doch einfach mal anfängt, die Satzung der GWNRW zu lesen und dann einfach mal in die Bundesdeutsche Verfassung guckt. Woran lässt sich Rechtsextremismus eindeutig festmachen? Provokant gesagt, gar nicht. Die Eindeutigkeit einer Rechtsextremismus-Definition liegt immer in dem eigenen Verständnis des Phänomens begründet. Die Eindeutigkeit einer Rechtsextremismus-Definition liegt immer in dem eigenen Verständnis des Phänomens begründet. Ich habe die französische Revolution und das französische Parlament nicht verstanden, wenn man nicht zwischen rechts und links unterscheiden kann. Ich glaube, da kommt das her. Habe ich mal in der Schule gelernt, in Geschichte. In Frankreich lernt man das übrigens, glaube ich, schon in der Grundschule, in der École Maternelle. Und spätestens jetzt weiß ich, dass der ganze restliche Artikel scheiße ist und deshalb höre ich auf. Tschüss. Wie heißt in der französischen Nationalmannschaft im Fußball der Rechtsaußen? Le Pen, tschüss.